Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Ja, ihr habt es schon am Titel gesehen. Heute gibt es ein anderes Video hier auf dem Kanal. Und zwar habe ich mir gerade eben tatsächlich das Video von dem lieben German Let's Play angeguckt. Mit dem Titel Darum verlasse ich YouTube. Ich muss erstmal sagen, dass ich German Let's Play schon extrem lange kenne. Er hat in seinem Video auch angeschnitten, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die ihn seit der Kindheit sozusagen verfolgt haben und jetzt vielleicht 25, 22, 23 Jahre alt sind. Und deswegen muss ich auch sagen, hat mich das Video, was German Let's Play hochgeladen hat, auch ziemlich berührt, weil ich kenne seine ganz, ganz alten Videos. Ich habe damals Minecraft bei ihm geguckt, kenne so noch diese Videos, wo er am Klavier so mit seinem Hoodie gespielt hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Was ich jetzt erstmal sagen möchte, natürlich weiterhin gute Besserung an dich, German Let's Play, falls du zufällig, warum auch immer, dieses Video hier sehen solltest. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, wie du dich mit so einer Diagnose, dass du in 10 bis 20 Jahren sterben könntest, dich gefühlt hast, weil ich sowas zum Glück noch nie erlebt habe, aber ich kann es mir vielleicht vorstellen. Und dass du trotzdem, obwohl du die Diagnose 2011 bekommen hast, weiterhin so aktiv mit YouTube durchgezogen hast. Ich persönlich hätte vielleicht aus meiner Sicht, ich mache ja auch YouTube, ich hätte das wahrscheinlich sogar ein bisschen früher angesprochen, aber kann auch gut verstehen, warum du das Thema einfach gar nicht angesprochen hast. Ich habe auch das allererste Mal davon gehört, dass German Let's Play nicht durch die Nase atmen kann. Ich habe auch, ihr habt dann in einem Stream mitbekommen, ich habe auch sehr krasse Probleme, was so Heuschnupfen und so weiter angeht. Wenn ich da keine Tabletten nehme, dann bin ich auch im Sommer ganz von der Tür weg. Was jetzt so Krankheiten und so angeht, würde ich sagen, bin ich noch relativ unbeschadet durchs Leben gegangen, was ich ja schon mal auf dem Hauptkanal erzählt habe. Ich habe tatsächlich eine chronische Gastritis, das habe ich schon mal auf dem Hauptkanal ein bisschen zu erzählt. Das wurde mir jetzt auch vor kurzem diagnostiziert, die ist aktuell inaktiv. Ist halt so. Ich habe probiert, ein bisschen Pausen mir zu nehmen, auch immer mal wieder. Ja, ich arbeite extrem viel, das wisst ihr, ich lade jeden Tag 3 Videos hoch. Und das ist auch schon relativ anstrengend, bin ich ehrlich mit euch. Aber so ein bisschen Magenprobleme. Ich habe da natürlich auch ein paar Medikamente gegen genommen. Ich habe da Iberogast Advanced gegen genommen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber wenn halt irgendwie extremer Stress ist, dann meldet sich mein Magen halt immer ganz gerne bei mir. Was auch noch bei mir vielleicht nicht sehr gut ist, ist, dass ich eine Skoliose habe, dass mein Rücken so aussieht. Das sind zwar zwei kleine Sachen, aber trotzdem, ich würde sagen, jeder Mensch hat so sein kleines Päckchen zu tragen. Und deswegen muss ich auch sagen, finde ich es auch sehr interessant, wenn man das so sagen kann, die Geschichte von German Let's Play so zu hören. Und ich möchte mich auch nochmal hier von meiner Seite für deine Videos bedanken. Die haben mich früher, als ich jünger war, extrem unterhalten. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass er jetzt erstmal, so wie ich es verstanden habe, eine Pause macht. Er hat jetzt nicht gesagt, dass er komplett mit YouTube aufhört. Der Titel ist zwar, darum werde ich YouTube verlassen, aber so wie ich das jetzt am Ende rausgehört habe, wird er jetzt erstmal halt Pause machen, bis auf Weiteres und selber entscheiden, wann er dann wieder auf YouTube zurückkommt. Ich würde sagen, das war jetzt so ein kleines Statement dazu, weil ich hatte einfach das Bedürfnis, dazu etwas zu sagen, bin ich ehrlich mit euch, weil, ja, ich habe euch die Gründe erzählt. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich denke aber auch viele von meinen Zuschauern, da sind bestimmt einige mit dabei, die werden vermutlich auch Krankheiten haben, vielleicht auch schwere, manche auch leichtere Sachen. Ich würde jetzt meine Sachen eher als leicht oder harmlos sagen. Ich will mich nicht beschweren, auf keinen Fall. Es gibt Menschen, die viel, viel schlimmere Sachen, viel, viel schlimmere Dinge durchmachen müssen. Und ich will auf keinen Fall jetzt hier mit diesem Video auch irgendwie Mitleid oder so von euch bekommen. Das auf keinen Fall. Ja, deswegen, euch allen alles Gute, German Let's Play, dir auch alles Gute, danke für deine Videos und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir eure Meinung gerne zu dem ganzen Thema in die Kommentare und bis dann. Ciao, ciao.